Schön, seid ihr da. Ja, danke. Gut gereist. Ja, sehr. Cool, freut ihr mich. Ja. Also, sehr, sehr. Dann kommen wir doch gleich rein. Danke. Mein Name ist Johann Zickdahl, ich bin 37, Stuntperformer und Stunttechniker und Mitglied vom Stuck Action Team. Es gibt eigentlich nicht einen normalen Tagesablauf. Das ist wirklich immer ein bisschen anders. Es ist auch nicht so, dass man alltag sich irgendwo von einem Haus abstürzt oder so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es ist sehr viel Vorbereitungsarbeit und Sachen für ein Projekt. Es ist persönliches Training, man muss immer Man muss immer fit bleiben und so gesagt denke ich, jeder Tag etwas anders aus. Aber die Tage auf dem Filmset und so, und wenn man sich das vorstellt, die sind dann eigentlich relativ klein. Also jetzt bei uns ist hauptsächlich, wir haben unsere Hauptaufträge natürlich schon in der Schweiz. Ja, ich war schon mal in Deutschland, aber vielleicht so das Speziellste, was ich mal war, war die Äthiopien in einer Filmproduktion. Das war sicher eine sehr interessante Erfahrung. Und das ist auch das Interessante daran, man weiss nie genau, was einem herschlägt. Ja. Ja, es ist so eine klassische Ausbildung in dem Sinne, wie man es kennt von einer Lehre oder so, gibt es eigentlich nicht. Es ist eigentlich sehr individuell. Die Leute kommen ins Business, weil sie irgendeinen speziellen Hintergrund haben, zum Beispiel aus dem Kampfsport oder aus dem Turnen, wo gewisse Voraussetzungen schon da sind, für diesen Beruf zu machen. Und dann gibt es aber auch absolute Querinsteiger, die reinkommen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, für Kurse zu besuchen, was sicher ein guter Start ist, wo man mal so sagen, Grundfertigkeiten einfach lernt und so ein bisschen das Grundlegende von allem, was es gibt, mal so ein bisschen anschaut. Ja, also unser Team ist ja hauptsächlich für Schweizer Produktionen zuständig und das geht von Tatorten über die Bestatter, die man sicher kennt. Aber ich sage, wenn Angst da ist, dann ist man, denke ich, zu wenig gut vorbereitet. Und dann ist es vielleicht besser zu sagen, ja, eher nicht. Das hat schon als Kind angefangen. Das war klar so ein Kindertraum gewesen.